Hallo, liebe Zuschauer. Ganz schön umgewittern hier. Willkommen zurück zu Sweet Home. Oh, weitermachen. Bewegt ihr euch auch? Achso, wir müssen erst wieder. Hä? Was ist denn? Team up. Alright, ja. Und dann bitte aber Katsuyo als Führenden auswählen. Genau. Die Tür ist offen, da gehen wir rein. Aha. Hallo, Herr Ritter. Hallo. Look. Item, Leave. A Knight. Ist aber jetzt auch nicht gerade der größte Knight, oder? Können wir den absaugen? Ist da was? Ich gehe jetzt zurück. Ich hole mir den Kameramann wieder zurück ins in die Party. Azuka mit. Nein! Oh. Dann zu Azuka bitte wechseln. Und jetzt müssen die auch noch alleine kämpfen. Ey, leck mich doch am Berti. Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Och, komm schon. Ey, warum denn? Das ist natürlich, wenn du mit den Schwächsten der Schwächsten kämpfen musst, kommt immer ein Zombie. Gut, dass das geklappt hat. So, dann bitte wechseln zu Akiko. Nee, halt. Ja, ist kompliziert, liebe Zuschauer. Glaubt ihr gar nicht. Du bitte wieder mit Azuka zusammen. Genau. Und dann bitte zu Akiko. Nein. Gehen wir zu Taro. So, und Taro sagt dann bitte, wir trennen uns. Genau. Dann tun die sich jetzt zusammen. Ne? Weil das Dreier-Green-Team, das wir jetzt auch mal am Anfang hatten. Einmal zu Emi zurück, dass die sich zusammentut mit ihrer Freundin. Akiko, genau. So, jetzt bitte. Jetzt machen wir mal ein schönes Foto vom Ritter hier. Also müssen wir erst looken. Mama Luki Luki. Und vielleicht kann er auch reden. Hallo? Herr Ritter? So, und jetzt Item, Kamera. Tja. Was haben wir denn sonst noch? Können wir eine Leiter benutzen? Passiert gar nichts. It's holding nothing. Ah, vielleicht soll man dem was geben. Nur was? Möchtest du ein Streichholz haben? Nein. Is holding nothing. Also müssen wir ihm irgendwas geben, ist klar. Tonic, Rexy, Rope, F-Light, Mallet. Schauen wir uns erstmal weiter um. Was ist denn mit der anderen Party? Hatte Emi vielleicht irgendetwas dabei? Fire Axe, Lock, Rexy oder Tonic? Klar, ist klar, dass die angegriffen werden. So klar war das. Ja, auch noch von einem Grab. Glück gehabt. Ich glaube zwar nicht, dass es was bringt, wenn wir ihnen jetzt den Lock hier in die Hand legen, aber... Naja, okay, kein Problem. Gucken wir uns nochmal die Gargoyles hier in Ruhe an. Ich nenne sie jetzt einfach mal Gargoyles. Also es wird natürlich Sinn machen, wenn wir dem ein Schwert in die Hand geben können. Ritter, Schwert, ist klar. Allerdings... konnten wir ja keine Waffe auswählen. Hä?
nicht mit mir. Das bedreht mich nochmal. Naja. Ah, Fire X. Also, hier, Okay. Okay. Emi hat ja doch sowas dabei, oder? Item Fire X. Ja, klar. Dann bitte mal dahin. Aber bitte unterwegs nicht angreifen lassen. Jetzt müsste mir das wieder wegrennen. Dann benutzen wir das erstmal an dem Raum hier. Oder jetzt lass uns mal überlegen. Dieses Fire X, ich vermute, dieses Fire X, das ist ein Feuerlöscher, der jetzt dafür sorgt, dass das Feuer ausgeht. Dann können wir den Raum wieder betreten. Wenn wir jetzt aber hier entlang laufen, müssen wir über diese Platte laufen. Ich hatte vorhin das Gefühl, dass diese Platte das Feuer ausgelöst hat. Was heißt vorhin? In der letzten Episode. Können wir hier nicht verhindern. Da wir ja durch diese Reihe Gargoyles durch müssen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in den anderen Raum, denn dort könnten wir uns dann zumindest theoretisch frei bewegen. Na bitte, geht doch. So, die Herren. Dann mal bitte Foto machen. Schatzi, schenkt mir ein Foto. Dü, 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 dü. .228 Ein Ritter braucht einen Speer. Okidoki. Haben wir das F-Light haben wir dabei. Dann können wir durch den Gang hier durchgehen. Wenn wir hier schon den Hinweis haben auf den Speer, dann werden wir doch sicherlich auch... halt, du sollst es einfach benutzen. Dann wird das auch sicherlich der richtige Gang sein, um hier einen Speer zu finden irgendwo. Da liegt eine Axt, kein Speer. Ah, Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. Ja, auch kein Gegner mehr, wenn wir sie richtig treffen. Tonic haben wir noch. And was is this für eine Waffe? Silver. Silver. Tauschen wir mal gegen die Rune. Ja, du sollst sie auch nicht usen. Du sollst sie bitte tauschen, also moven. So, nice. Das wäre jetzt natürlich ein Speer. Aber wir können den Speer, die Waffe, nicht ins normale Inventory reinlegen, wenn ich mich recht erinnere. Das dürfte nicht funktionieren. Wir können es aber gerne mal ausprobieren. Mit Emi. Die dürfte noch Platz im Inventory haben. Sodass die zumindest theoretisch die Waffe aufnehmen könnte. Wird es aber nicht tun. Wird dann höchstens die Waffe tauschen. Oder sie eh noch die alte Fruit-Waffe hat, kann sie ruhig diese Waffe hier nehmen dann. So, können wir das so machen? Can't exchange. Okay, das geht nämlich nicht, habe ich mir gedacht. Kannst du den Tonic noch mitnehmen? Haben wir noch Platz? Nee, haut ab. Oder? Ganz vergessen. Run. Ja, toll, und sie kommt jetzt nicht weg. Amy, lauf! Mensch, Mädchen. Was ist los mit dir? Ja, wo sollen wir jetzt weitermachen? Das ist eine gute Frage. Katsuyo. Naja, wir können ja hier nochmal durchgehen. Dann brauchen wir doch wieder Amy. Emi von ihrem... vom Schlüsseldienst. Die Schlüsseldienst-Emi. Nicht wieder so ein dunkler Raum. Ach, hier sind wir wieder. Super. Wie doof ist das denn? Da müssen wir vielleicht doch das Feuer löschen in den einen Raum. Grave. Mal sehen, was Grave aushalten kann.
Ja, 31. 31. Azuka hat nur noch 37 Lebenspunkte. Bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir jetzt einen lecker Tonic uns reinschmeißen. Vielleicht gilt das ja sogar für alle, die in dem Bildschirm waren. Nein, nur für die drei, die wirklich in der Party sind. Katsuyo, Taro und Azuka. Okay. Haben wir schon versucht, die Tür zu öffnen? Emi? Mach mal Tür auf. Danke. Gut, dass wir das Tonic benutzt haben. Nur so konnten wir das Fire Egg schnappen. Ist natürlich die Frage, welches das Fire Egg benutzt und wir kommen an den Gargoyles nicht vorbei, ohne wieder Feuer auszulösen. Ich habe bisher kein drittes Fire Egg gefunden. Das könnte zum Problem werden. Einen ganz kleinen Moment bitte. Einmal kurz gespeichert und nur für den Fall der Fälle, damit ich das neu laden kann, weil das wäre jetzt schon doof, wenn das nicht funktionieren würde. Okay. Scheint nichts zu passieren. Gut. Einmal schön sauber machen, ja. Einmal putzen hier. Hier sind schon echte Restauratoren. Dort, wo die Blitze sind. Dort, wo die Blitze sind? Ich wollte gerade sagen, da stand doch gerade noch, der verschwindet, wenn man das Menü aufruft. Der Rede. Hallo? Warte mal jetzt. Ja, du hast... Cans. Was soll man denn hier machen? Kamera? Ein Bild machen? Prey? Aber ich will jetzt auch keine Prey-Punkte verbrauchen. Das ist die große Frage. A Spear. Nee, muss man zweimal anklicken? Ernsthaft jetzt? Muss ich doch prayen? Armor. Alles klar. Ja, das machen wir jetzt noch. Dann will ich jetzt wissen, was passiert, wenn wir diesen einen Ritter da mit dem Speer ausrüsten. Ich vermute mal, der wird uns angreifen. Jetzt werden wir erstmal von irgendwas anderem angegriffen. Bestimmt wieder so ein komischer Grave. Das ist ein Ghoul oder so, aber kein Grave. Ah, whatever. Ja, machen wir direkt für 18 Schaden. Mal gespannt, was passiert. You gave the spear. Du hast den Speer abgegeben. Concentrate. Jetzt müssen wir hier wieder prayen. 27 Pray Points. Ah! Ja, toll! The wall. Die Mauer ist gefallen. Er haben wir das Fenster kaputt gemacht. Und den Blitz angesaugt. Ah! Awesome! Ja, geil und mad. Da soll noch einer sagen, es geht nicht voran. In Sweet Home. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.